Taunus 2023, historische Orte, Natur, Kultur, Teil 1, vom Lahntal zum Mittelrhein und auf dem Rheinsteig. Hoch über der unteren Lahn liegt die Burg Schadeck und genau gegenüber die Burg des kleinen Städtchens Runkel. An der Lahn etwas abwärts befindet sich die Stiftskirche von Dietkirchen, ein bedeutender frühromanischer Bau, dessen Langhaus wir hier sehen mit den Emporenarkaden, eine Besonderheit, die gerne übersehen wird. Weiter lahnabwärts der weltberühmte Kurort Bad Ems mit seinen Bauten aus dem 19. Jahrhundert. Am Rhein angekommen, fällt zunächst Bopphardt am gegenüberliegenden Ufer auf. Der Standort für die nächsten Tage war allerdings Lorch am Rhein, hier das Rathaus und direkt daneben die Kirche, die Stadtpfarrkirche, die einen bemerkenswerten Laubengang vor dem Eingang hat. Im Inneren besticht vor allem dieser tolle spätgotische Schnitzaltar. Am Tag machte ich eine Fahrradtour nach St. Goarshausen mit der berühmten Burg Katz. Hier der Stadtturm von St. Goarshausen, der die sehr hübsche und sehenswerte Altstadt bewacht. Ein Blick nochmal hoch zur Burg Katz, an einem weiteren Stadtturm vorbei. Und auf dem Rückweg am Rhein entlang ergeben sich immer wieder wunderschöne Anblicke und dann erscheint schon in der Mitte des Rheins die Burg Pfalzgrafenstein bei Kau, hier dann aus der Nähe. Dieser kleine Schwenk zeigt ein Panorama dieser wunderschönen Stelle am Mittelrhein. Einzigartig die Lage der Burg auf einer Insel mitten im Fluss. Am nächsten Morgen brach ich zu Fuß von Lorch auf dem Rheinsteig, der aus dem Ort herausführt, bergauf, zum Teil in die Felsen hineingehauen und der durch die Weinberge führt. Es ergeben sich tolle Blicke hier hinab auf Lorch und wenig später schon auf Lorchhausen. Und gegenüber auf Bacharach, am anderen Rheinufer. Wenn die Höhe erreicht ist, kommt auch der Pfalzgrafenstein und Kau wieder in den Blick. Und oben auf dem Kamm der Berge schon ein Blick in den Taunus, an einem Tag mit sehr windigem, teils regnerischem Wetter. Hier nochmal ein Kameraschwenk über diese Passage des Rheins mit Lorchhausen. Im Vordergrund und Bacharach im Hintergrund. Hier ein Blick in die Weinberge. Viele von ihnen sind heute aufgegeben. Und dort befindet sich die Clemenskapelle aus dem frühen 20. Jahrhundert. Die alten Weinberge werden mit Burenziegen beweidet, um sie von Aufwuchs freizuhalten. Das einmalige Landschaftsbild dieser in steilsten Lagen liegenden Weinberge zu erhalten. Nur Ziegen fressen dort wirklich die aufkommenden Büsche ab. Es ist mild dort. Es wächst Lavendel. Hier nochmal ein Blick auf Bacharach. Und hier nochmal von einer anderen Stelle in einer Standaufnahme, die den Wind an diesem Tag erkennen lässt.
Auch die Vegetation hat viel zu bieten, hier diese schöne Distel. Und selbst bei einsetzendem Regenschauer immer noch eine sehenswerte Landschaft. Die Clemenskapelle und die alten Weinberge. Wenig später erreichte ich die Reste der Burg Waldeck. Hier ein kleiner Kameraschwenk über diese Ruine, die mit dem Fürstentum der vormaligen Grafschaft Waldeck in Nordhessen nur den Namen gemein hat und sonst keinen. Der Rheinsteig ist immer gut beschildert und ausgezeichnet. Das hat mir insgesamt gut gefallen. Es war Brombeerzeit. Greife ich gerne zu und der Weg führte nun am folgenden Tag den Rhein hinauf. Hier die Schieferplatten, aus denen die Weinbergsmauern gebaut sind. Ein Weinbergshaus aus dem wahrscheinlich 19. Jahrhundert. Ein Blick in heute noch betriebene Weinberge. Bei dem Wind hatte es der Rotmilan schwer in einen gleichmäßigen Segelflug zu gelangen. Schwereloses Dahingleiten wollte nicht so wirklich gelingen an diesem Tag. Da hatte es die Honigbiene schon leichter. Auch die Kormorane direkt über dem Fluss hier ein großer Schwarm. Zum Abschied vom Mittelrhein hier ein Schwenk aufgenommen, etwa um die Mittagsstunde, über den Mittelrhein bei Lorch bzw. bei Bacharach auf dem anderen Ufer, das dann jetzt gleich in den Blick kommt. Ein letzter Blick auf Lorch. Taunus 2023, historische Orte, Natur, Kultur, Teil 2, der Rheingau. Der Rheingau ist natürlich verbunden mit Wein und so kam ich in dem Weinort Johannisberg abends an, vom Mittelrhein noch ganz erfüllt. Der Abend versprach schöneres Wetter. Am Abend fand ich in der Nähe des Hotels diesen toten Schmetterling. Spanische Flagge ganz häufig am Mittelrhein, dem Rheingau. Am nächsten Morgen begann ich eine Wanderung und lief zunächst zum Kloster Marienthal, das in einem abgeschiedenen Waldtal einst gegründet wurde, oft auf dem Rheingauer Klostersteig und dem Rheinsteig. Die nächste Station war das ehemalige Kloster Notgottes. Einer schönen Kirche ebenfalls recht einsam gelegen. Die große Abtei St. Hildegard oberhalb von Rüdesheim ist nun gar nicht einsam, da ist oft viel Betrieb, aber die wunderbaren Bauten mit der Ausmalung aus dem frühen 20. Jahrhundert sind es noch wert. Ein Blick zurück auf die Abtei St. Hildegard, bevor es durch die Weinberge nach Rüdesheim ging. Und in Rüdesheim ist es so, wie man sich es auch vorstellt in Rüdesheim. Jetzt dann sogar hier der Blick in die berühmt-berüchtigte Drosselgasse. Dabei hat Rüdesheim allerhand zu bieten. Hier zum Beispiel den Bremserhof und die Bremserburg am Rhein. Und auch in der Mitte gibt es ganz versteckt Reste von Burgen und alten Gemäuern sowie die Stadtpfarrkirche, die im Inneren heute sich sehr schlicht präsentiert.
Am Stadtrand sah ich eine große Gruppe von Weißstörchen, die sich möglicherweise schon für den Zug in ihre afrikanischen Winterquartiere sammelten und ein besonderes Schauspiel boten. Auf dem Heimweg traf ich noch eine kleine Zangenlibelle und der Tag klang aus mit einem Blick auf Schloss Johannisberg. Für den nächsten Morgen, es war Sonntag, hatte ich mir vorgenommen, an der Messe in Kiedrich teilzunehmen und anschließend die wunderbare Kirche St. Valentinus und Dionysius dort zu besuchen. Die Wetterbedingungen hätten durchaus ein wenig besser sein können. Es goss, als ich in Kiedrich ankam, wie aus Eimer. Dafür entschädigt im Innern dieses Kleinod der Spätgotik. Im Chor mit wunderbaren Stern- und Netzgewölben, mit einer wunderschönen Muttergottesfigur. Und es klarte dann tatsächlich ein wenig auf. So sieht diese wunderschöne Kirche von außen aus. Und direkt daneben die St. Michaelskapelle, ebenfalls von höchster Qualität und auch mit einem sehr sehenswerten Gewölbe. Es gibt viele weitere interessante Bauten, zum Beispiel viele Fachwerkhäuser, die zeigen, wie die Kunst des Fachwerkbaus in Kiedrich gepflegt wird. Dann ging es hinunter an den Rhein. Der erste Ort, den ich aufsuchte, war Erbach. Erbach ist ein kleines, eher ruhiges Örtchen. Auch dort eine ganze Vielzahl von sehr interessanten Bauwerken, schöne Fachwerkhäuser, schöne Häuserzeilen. Und im Nachbarort Hattenheim hat sich sogar ein spätmittelalterlicher Wohnturm erhalten mit einigen weiteren Gebäuden nebenan, die wohl ebenfalls aus dieser Zeit stammen. Ziel war Östrich. Nach einem kurzen Blick auf die Stadt ging ich zum Östricher Kran, 1744 erbaut und bis 1926 als Schiffsverladekran in Betrieb. Er wurde im Inneren durch ein Laufrad angetrieben. Sehenswert auch die Stadtpfarrkirche in Östrich, hier mit einem Blick ins Innere. Gleich noch ein wenig fokussiert auf den schönen Hochaltar. Und auch sonst gibt Östrich ein heimeliges und freundliches Bild ab. In Mittelheim zog mich natürlich die in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts erbaute Basilika St. Ägidius an, Standort eines ehemaligen Klosters, ein durchaus sehr sehenswerter Bau, seine Schlichtheit durchaus sehr berührend. Schloss Vollraths darf natürlich nicht fehlen, wenn man den Rheingau besucht. In dieser sehr großzügigen Renaissance- und Barockanlage ist ebenfalls inmitten noch mit einem Wassergraben versehen ein mittelalterlicher Wohnturm der ursprünglichen Burganlage erhalten. Schloss Johannisberg schließlich steht wie kaum ein anderer Ort für den Weinbau im Rheingau. Auch dies eine großartige Anlage, wunderschön gelegen, mit einer benachbarten romanischen Basilika, mit herrlichen Blicken über den ganzen Rheingau hier nach Geisenheim und hier von der Sonnenterrasse in östliche Richtung. Steht dort die um 1100 entstandene Basilika, eine ehemalige Klosterkirche an diesem wunderbar gelegenen Ort, die sich heute sehr schlicht präsentiert mit einigen modernen Farbakzenten. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich kann einen Besuch dort nur empfehlen. Dabei sollte man keinesfalls vergessen, auch die Krypta aufzusuchen mit diesem modern
gestalteten Altar und auch einen Blick auf die extravagant beleuchtete Orgel nicht vergessen, bevor man dann den Blick in die weite Landschaft genießt. Besserte sich das Wetter zusehends und so hatte ich große Lust, den Rheingauer Dom in Geisenheim zu besuchen. Geisenheim ist ein Hochschulstandort, der quirliges Leben mit großer Tradition verbindet. Hier ein Blick in den sogenannten Dom, nochmal etwas mehr in das Gewölbe fokussiert. Ein sehr schöner spätgotischer Schnitzaltar steht dort, ist wunder, und auch ein wunderbarer Hochaltar. Geisenheim ist ganz sicher immer mal eine Reise wert, nicht nur wegen der Kirche, sondern wegen vieler, vieler anderer architektonischer Details, so etwa auch das Schloss Schönborn. Passend zum besseren Wetter machte ich nachmittags eine Wanderung in die Höhe, um auf den Kamm des Rheingau-Taunus zu gelangen. Da begegnete mir eine Libelle, ein Mistkäfer, ein Waldbrettspiel und ein Sonnenröschen-Bläuling, den ich gleich auch noch ein wenig im Film festgehalten habe. Einträchtig sitzt daneben eine graue Fleischfliege und beide laben sich am Nektar dieses Blütenstandes. Eine Hummel kam auch noch zu Besuch, konnte aber den kleinen Schmetterling, den kleinen Bläuling, nicht von der Blüte vertreiben, der er sich es richtig gut gehen ließ. Weiter oben sah ich Wildschweine im Wald und immer wieder Sonnenröschenbläulinge, die es wirklich in größeren Zahlen dort gab. Nochmal einer in einer kleinen Filmaufnahme. Dort, wie überall, sehr häufig ist das große Ochsenauge. Und am Ende meiner Wanderung kam ich an einem kleinen See vorbei, dessen Wasser sich sehr lustig in den Bäumen spiegelte. Auch dort ergaben sich schöne Blicke hinab zum Rhein, hinüber nach Rheinhessen und in die Pfalz zum Donnersberg und in südöstlicher Richtung auf die Hügel des Rheingaus. Das Hotel, in dem ich wohnte, liegt ausgesprochen ruhig oberhalb von Johannisberg. Auch dort gibt es im Garten allerlei schöne Tiere und Pflanzen zu beobachten. Taunus 2023, historische Orte, Natur, Kultur, Teil 3 im Hochtaunus. Ich beginne in dem Dorf Esch mit einigen bemerkenswerten Bauten, eine barocke Kirche, vorher ein barockes Fachwerkhaus in einer sehr schönen Landschaft. Im Tal des Harbachs ging ich ein bisschen spazieren und sah den fliegenden Samen der Distel. Bewunderte die Stille hier in diesem Tal, das im weitesten Sinn zu Füßen des großen Feldbergs liegt. Dort war ich ganz für mich allein und genoss die Ruhe. Auf der Fahrt Richtung Bad Camberg sah ich Walsdorf am Horizont und bog sofort ab und entdeckte ein wunderschönes, ein bisschen verschlafenes, aber sehr atmosphärisches kleines Städtchen
mit einer sehr hübschen Kirche und einer ganz wunderbaren Atmosphäre. Die Scheunenreihe auf der alten Stadtmauer fasziniert ebenso wie der stehen gebliebene Stadtturm. Dann kam ich nach Bad Camberg, das sich als ein wahres Fachwerk-Kleinod erwies. Gerade die Herrschaftsbauten im oberen Teil der Altstadt suchen wirklich ihresgleichen, insbesondere was die barocke Ornamentik angeht. Dort liegt auch die Stadtpfarrkirche und direkt nebenan der kleine, hübsche Kurpark. Aber nicht nur die Herrschaftsbauten faszinieren, überall in der Altstadt finden sich wundervolle Fachwerkgebäude, die den Vergleich mit den nordhessischen Fachwerken nicht scheuen müssen. Links hier ein spätgotisches Fachwerk. Auf einer Anhöhe nahe bei Bad Camberg liegt die wunderbar gelegene Kreuzkapelle, ein sehr beliebtes Ausflugsziel, von dem es zum Beispiel einen sehr schönen Blick in den goldenen Grund gibt. Am nächsten Tag ging ich auf dem Limes-Erlebnispfad wandern. Das habe ich nicht bereut. Er führt durch eine sehr schöne Landschaft, viel Wald, direkt im Hochtaunus, durch eine sehenswerte Natur- und Kulturlandschaft, wo mich eine große Schafherde begeisterte, der ich lange mit zugeschaut habe und den Vögeln. Dort in der Nähe, in einem wunderbaren Talgrund, gab es Bläulinge und große Ochsenaugen zu sehen. Und nach einer schönen Wanderung erreichte ich Itzstein, das Bad Camberg, was den Reichtum an sehenswerten Fachwerkgebäuden angeht, nichts nachsteht. Auch hier sind wunderschöne Dinge zu entdecken, sowohl Bürgerhäuser als auch herrschaftliche Gebäude. Hier ein Ensemble am Marktplatz und direkt dabei dann auch die Kanzlei mit den Herrschaftsgebäuden, zu denen auch ein spätmittelalterlicher Bergfried gehört. Im barocken Schloss befindet sich heute Gymnasium. Am nächsten Tag wanderte ich von meinem Hotelstandort Oberems, hier das Dorfrathaus, zum großen Feldberg, wo mir schon eine Burgruine in der Ferne aufgefallen war. Aber zunächst einmal zog dieser Admiral meine Aufmerksamkeit auf sich. Das war direkt schon an der Straße, die man leider ein Stück entlang wandern muss, wenn man zum großen Feldberg der höchsten Erhebung des Taunus unterwegs ist zu Fuß. Da erscheint auch schon der markante Sendeturm auf dem großen Feldberg, hier der Aussichtsturm, von dem aus man einen wunderbaren Blick genießt, hinab wieder auf diese Burgruine, die mich faszinierte, aber in westlicher Richtung auch über den Hauptkamm des Taunus, der das Gebirge sehr veranschaulicht. Dort oben gibt es den Falkenhof, der eine Schau mit Greifvögeln und anderen Vögeln bietet, die durchaus sehr sehenswert ist. Auf dem Rückweg sah ich noch einen Kaisermantel, der für mich blieb, ebenso wie einen Zitronenfalter. Ein letzter Blick zurück zum großen Feldberg, von dem diese zwei Käfer im Gras sicherlich keine Notiz. Den Hochholzweg wanderte ich und kam wieder zurück nach Oberems. Am nächsten Tag musste ich mir diese Burgruine Oberreifenberg näher anschauen. Sie liegt quasi am Fuß
Alleine schon die gewaltige Schildmauer, die zum Schutz der Anlage diente. Und aber auch der Bergfried rechts und der Wohnturm links sind etwas ganz Besonderes. Hier ein Blick in den Wohnturm, der am Wochenende zugänglich ist. Leider war er am Tag zu. Ich muss dort mal hin. Auch im Hochtaunus erlebte ich sehr schöne Tage. Das war's. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich freue mich darüber. Tschüss!